Herzlich willkommen zu einem neuen Chirurgie-Appetizer-Video, die Nummer 95. Thema heute die Perianalvenenthrombose. Ein Thema, das ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte als eigenes Video. Ich dachte, das Material dafür sei doch zu wenig, aber auf die Anregung des Kanalmitglieds No Commentary Gaming bin ich dann doch nochmal in mich gegangen und habe hier überlegt, ob es das hergibt und habe mich dann entschlossen, doch dieses Video zu machen. Das Ergebnis sehen Sie hier. Sie lernen hier etwas über das klinische Erscheinungsbild, die Differentialdiagnosen, die Therapie und die Datenlage, die zugegebenermaßen spärlich ist bei der akuten Analvenenthrombose oder auch, wie sie auch genannt wird, Perianalvenenthrombose. Starten wir mit der Definition. Die Definition der Analvenenthrombose oder Perianalvenenthrombose ist Thrombosierung des Plexus ani externus im Bereich des Anoderms. Dieses Schema kennen Sie eventuell schon, wenn Sie das Video zu den Hämorrhoiden angeschaut haben. Und da sind nur die inneren arteriovenösen Plexus eingezeichnet, die ja das Korrelat beim Hämorrhoidalleiden darstellen. Und dieses hier sind jetzt die perianalen Venen, die thrombosieren bei der Analvenenthrombose. Perianalvenen, Plexus ani externus. Das ist das Korrelat für die Analvenenthrombose. Dieses Schema kennen Sie aus dem Video Hämorrhoidalleiden, ein sehr erfolgreiches Video, 10.398 Mal aufgerufen, 416 Mal mit Markig bewertet worden. Und Sie sehen hier nochmal die Klassifikation nach Golliger der Hämorrhoiden, die von diesen arteriovenösen Plexus oberhalb der Linie Dentata ihren Ursprung nehmen. Und das ist eben der Unterschied zwischen Perianalvenen, die am Analrand entstehen, und den Hämorrhoiden, die oberhalb der Linie Dentata ihren Ursprung nehmen. Wie ist das klinische Erscheinungsbild und wie erfolgt die Diagnosestellung? Die Diagnosestellung erfolgt inspektorisch. Es handelt sich bei der Perianalvenenthrombose um eine Blickdiagnose. Das klinische Erscheinungsbild ist eine kugelige Formation, die prall gespannt ist, mit oft darüber glänzend gespannter Haut am Rand des Analkanals, die stark druckschmerzhaft ist. Im Unterschied zur Analfissur sind diese Schmerzen aber spontan da und nicht nur während der Defäkation. Bei der Analfissur, also was ja ein Riss in 6-Uhr-Position im Analkanal als typische Analfissur auftritt, da haben wir die Schmerzen, wenn der Stuhl drüber läuft. Und bei der Analvenenthrombose sind die Schmerzen durch die Thrombosierung dieser Venen und die Schwellung des dadurch resultierenden Knotens dauerhaft vorhanden. Und oft sieht man dann auch kleine blau-schwarz durchschimmernde Tromben. Und dann ist der Fall klar, dann kann man klinisch als Blickdiagnose die Diagnose Analvenenthrombose stellen. Und ganz wichtig, das befindet sich am Rand des Analkanals und das ist das wichtige Kriterium für die Differentialdiagnose zur Hämorrhoide, die aus dem Analkanal kommt, da sie von oberhalb der Linie Dentata ihren Ursprung nimmt. Das kann manchmal nicht ganz einfach zu unterscheiden sein, auch für Experten. Und bei diagnostischer Unsicherheit macht man dann eine Proktoskopie mit dem starren Endoskop oder alternativ eine Rektosigmoidoskopie mit dem flexiblen Endoskop. Und damit kann man dann sehen, ob dort der Ursprung aus dem Analkanal kommt oder ob es wirklich eine Perianalvenenthrombose ist. Schauen wir uns jetzt die Differentialdiagnosen an. Die Hämorrhoiden hatte ich ja bereits angesprochen. Ursprung im Inneren des Analkanals, also oberhalb der Linie Dentata, je nach Größe eventuell reponibel. Und als Sonderfall können die auch thrombosieren, der thrombosierte Hämorrhoidalknoten. Das ist eigentlich die schwierigste Differentialdiagnose zur Perianalvenenthrombose. Da können auch Experten Schwierigkeiten haben und da, wie gesagt, ist die Proktoskopie indiziert. Marisken sind eigentlich harmlose Hautläppchen im Bereich der äußeren Afterhaut. Die sind meist weich und indolent, kommen als Vorpostenfalte bei der Analfissur vor. Die Analfissur ist der Riss der Analschleimhaut, die typische Analfissur bei 6 Uhr oder 12 Uhr in Steinschnittlage. Alle anderen Lokalisationen werden als atypische Analfissuren bezeichnet. Und die Analfissuren sind sehr schmerzhaft, wobei dieser Schmerz vor allen Dingen nach dem Stuhlgang auftritt. Oft ist die Rissbildung
an der Analschleimhaut gar nicht visualisierbar und die Patienten lassen sich oft auch klinisch gar nicht digital rektal untersuchen. Und Kaveh, man sollte das auch nicht erzwingen. Das wäre unmenschlich, da eine rektal-digitale Untersuchung zu erzwingen bei starker Schmerzhaftigkeit. Diese Patienten werden in der Regel dann zunächst unter der Annahme einer Analfissur therapiert. Dazu können Sie sich das Video zur Analfissur ansehen, die Nummer 35 hier auf dem Kanal. Ein sehr erfolgreiches Video auch mit fast 10.000 Aufrufen und 368 Mag-Ich-Bewertungen. Dann gibt es den Perianalabszess, den periproktitischen Abszess, der tritt eher akut auf mit oft entzündlicher Rötung und Schwellung, gegebenenfalls Fieber, ist auch sehr schmerzhaft und manchmal bereits perforiert, dann fließt schon der Eiter einem entgegen und kann aber auch bereits erst Anteperforationem sein. Auch zu den periproktitischen Abszessen und Fisteln habe ich Ihnen bereits ein Video gemacht. Das ist das Video Nummer 44 mit 12.000 Aufrufen und 340 Mag-Ich-Bewertungen. Als nächstes haben wir hier das Analfibrom. Das ist so eine polypoide Struktur, ein gestieltes Gewebeknötchen perianal oder im Analkanal. Gutartig. Dann das Analekzem, eine Hautveränderung mit Brennen, Nässen und Jucken. Und das Analkarzinom, eine derbe Formation am Analrand. Dann ist es ein Analrandkarzinom oder im Analkanal das Analkanalkarzinom. Also im Zweifelsfall stellt man die Indikation zur exzisionalen Biopsie und stellt die Patientin dazu bei einem proktologisch interessierten Chirurgen vor. Eventuell kann man bei Patienten mit Analkarzinom auch bereits inguinale Lymphknotenvergrößerung tasten. Also das gehört dann zur Untersuchung mit dazu, dass man in der Leiste nachschaut, ob da vergrößerte Lymphknoten vorliegen. Auch zu den Analkarzinomen gibt es bereits hier auf dem Kanal ein Video, 4.379 Mal aufgerufen und 234 Mal mit Mag-Ich bewertet worden. Und dann gibt es noch das Melanom zu erwähnen. Das kann breitbasig im Analkanal wachsen und das ist nicht immer schwarz. Bis zu 50% von solchen Melanomen sind amelanotisch und können entsprechend auch als helle Knötchen dort vorhanden sein. So, jetzt zur Pathogenese der Analvenenthrombose. Die Pathogenese der Analvenenthrombose ist nicht schlussendlich geklärt. Der mögliche Zusammenhang mit anstrengenden körperlichen Tätigkeiten wird immer wieder beobachtet. Heben schwerer Lasten, Radfahren, Pressen beim Stuhlgang, bei Obstipation und ganz wichtig, Geburt. Sehr häufig auch schon präpartal in der Schwangerschaft, aber vor allen Dingen dann postpartal, unmittelbar nach der Geburt und etwas später können bei Frauen dann Analvenenthrombosen typischerweise auftreten. Schwangerschaft ist in dieser Arbeit mal untersucht worden. Inzidenz der Perianalvenenthrombose bei Schwangeren, 165 Schwangere und da wurden 9% Perianalvenenthrombosen im dritten Trimenon beschrieben und 35% der Frauen hatten postportal eine Analvenenthrombose. Und von diesen 35% waren 91% unmittelbar postpartal, also wahrscheinlich durch das Pressen bei dem Geburtsvorgang. Daten dazu, wie das ist, wenn man eine Schnittentbindung macht, habe ich nicht gefunden. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur Therapie. Die kann wie immer natürlich konservativ oder operativ sein. Man muss sich hier bewusst sein, dass es sich im Grunde eigentlich um ein relativ harmloses Phänomen geht. Es geht hauptsächlich natürlich um die Symptome, um die Schmerzkontrolle bei diesen Patienten. Und die Verfahrenswahl, die hängt ab vom zeitlichen Verlauf und dem Ausmaß der Beschwerden. Ich habe es Ihnen versucht, hier mal schematisch aufzuzeichnen. Konservative Therapie, da wandelt man dann natürlich den Spontanverlauf ab. Spontanheilung nach circa 2 bis 3 Wochen lösen sich die Thromben auf und es kommt zur Abschwellung. Man kann das mit bestimmten medikamentösen Maßnahmen unterstützen. Inzision bedeutet, man macht mit dem Stichskalpell eine Inzision nach lokaler Anästhesie. Die Lokalanästhesie wirkt hier in diesem Bereich meistens sehr, sehr gut. Also man spritzt da an den Rand von diesem Perianalvenenthromboseknoten rein und schlagartig sind die Schmerzen weg für den Moment. Und dann erfolgt die Ausräumung über eine ganz kleine Inzision der Thromben. Die werden da also nacheinander rausgeholt. Und die andere Möglichkeit ist eben die Exzision, dass man den ganzen Perianalvenenthromboseknoten
exzidiert. Was da am besten ist, zeige ich Ihnen gleich, wenn wir die Datenlage kurz besprechen, die spärliche. Ja, gucken wir uns die konservative Therapie etwas genauer an. Wie funktioniert das jetzt? Was machen wir da? Zur konservativen Therapie, da gibt es die lokalen Hygienemaßnahmen und Sitzbäder, zum Beispiel Kamillesitzbäder, die dort empfohlen werden können. Diätetische Anpassungen, man sollte den Patienten empfehlen, auf scharfe Speisen zu verzichten. Stuhlweichmacher, im eigenen Vorgehen wird da Molaxole, Macrogol verwendet. Topische Analgetika kommen zum Einsatz, Benzokain 10% Salbe im eigenen Vorgehen. Orale Analgetika natürlich ebenfalls und das Venentherapeutikum Daflon 500 Milligramm kann dort ebenfalls gegeben werden in der konservativen Therapie der Perianalvenenthrombose. Kommen wir jetzt zur Inzision versus Exzision. Gucken wir uns dazu die Literatur und Datenlage an, die kaum vorhanden ist. Diese Übersichtsarbeit hier ist auch schon wieder 10 Jahre alt, 2013 publiziert. Dort wird eine Schlussfolgerung gezogen, allerdings basierend auf der sehr schlechten Datenlage. Die zitieren da im Grunde nur zwei Studien, die ich gleich noch zeige. Chirurgische Exzision führt zu signifikant schnellerer Symptomfreiheit und niedrigerer Rezidivrate von ca. 5%. Als Komplikation kommt es ganz selten zu Abszessen und Fisteln nach der Operation. Diese prospektiv randomisierte Studie wird dort zitiert, die einzige, die es wohl dazu gibt. 150 Patienten konservativ versus Inzision versus Exzision, also zu einer dieser drei Gruppen randomisiert. Konservative Therapie bedeutete hier die topische Anwendung von 0,2% Glyceryl Trinitrat, was man also sonst auch zur Analfissurbehandlung verwendet, wo ja der hypertensive Analmuskel, Analschließmuskel die pathogenetische Grundlage bildet. Und dann wurde geguckt nach der Schmerzkontrolle, Schmerzscore am Tag 4 und da war die beste Methode die Exzision, die zweitbeste die konservative Therapie und am schlechtesten war es, wenn man nur reingestochen hat und die Trompen rausgeholt hat. Ist klar, das rezidiviert schnell wieder, läuft schnell wieder voll und führt schnell wieder zu Schmerzen. Nach einem Monat war dann aber kein Unterschied mehr vorhanden zwischen den drei Gruppen, alles gleich, egal ob man konservativ gemacht hat oder exzidiert oder inzidiert. Zweite Arbeit, die in der Übersichtsarbeit zitiert wird, ist diese retrospektive Arbeit von Greenspan und Kollegen 2004. Eine Arbeit über einen 12-Jahres-Zeitraum von Therapien von Analvenenthrombosen bei 231 Patienten. 48,5% davon operativ therapiert, 51,5% konservativ. Bei der operativen Therapie ist die Mehrheit der Patienten 97,3% exzidiert worden und 2,7% hat eine Inzision und Ausräumung der Perianalvenenthrombose erhalten. Hinsichtlich der Ergebnisse ist dann gezeigt worden bezüglich Beseitigung von Schmerzen, einer eventuell vorhandenen Blutung und Beseitigung der Schwellung, dass das in der operativen Gruppe nach 3,9 Tagen erzielt worden ist und nach 24 Tagen in der konservativen Gruppe. Also konservativ geht schon, bessert sich im Verlauf, aber dauert eben länger als mit der Operation. Man muss immer bedenken, dass solche perianalen Exzisionen erstaunlich gut heilen und man damit so ein Problem eben dann doch schneller beseitigen kann. So, Sie wissen jetzt etwas über das klinische Erscheinungsbild, die Differentialdiagnosen, die Therapie und die Datenlage zur akuten Analvenenthrombose. Sie wissen, dass es wenig Daten gibt, es aber ein relativ harmloses Krankheitsbild ist. Sie dürften es wiedererkennen, wenn Sie Patienten in der klinischen Praxis sehen. Und zur Therapie muss man es eben abhängig machen, je nach Wunsch des Patienten. Möchte der Patient schnell die Beschwerden los sein, dann kann man die Indikation zur Exzision stellen und ansonsten eben konservative Therapie. Das Ziel ist natürlich in beiden Fällen die Schmerzen und die Schwellung, die störende perianale Schwellung wegzubekommen. Unterstützen Sie den Chirurgie-Appetizer-Kanal durch Ihre Kanalmitgliedschaft. Chirurgie-Appetizer-Fan und Chirurgie-Appetizer-Mitglied. Mit letzterem haben Sie dann Zugriff auf alle Videos hier auf dem Kanal. Was es alles auf dem Kanal gibt, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis. Das ist ein eigenes Video hier auf dem Kanal. Das sieht so aus, das Inhaltsverzeichnis. Da werden dann die ganzen Videos erklärt und Gruppen zugeordnet. Allgemeinchirurgie, hepatobiliäre Chirurgie, Obergastrointestinaltrakt, kolorektale Chirurgie, Gefäßchirurgie und so weiter.
Ja, der Chirurgie-Appetizer-Kanal hat jetzt 94 plus 1 Videos. Die Gesamtspielzeit beträgt 47 Stunden, 50 Minuten und 30 Sekunden, wenn Sie alles Relevante ansehen wollen. Und der Kanal hat 879.818 Aufrufe. Und 12.754 Abonnenten hat der Kanal. Vielen Dank fürs Abonnieren. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Mal.